Hi, das hier ist ein Schenkel von einem Bauerngockel. Den habe ich auf der Rotisserie gemacht, also auf dem Grillspieß. Und wie das geht, das seht ihr in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Bauerngockel von der Rotisserie brauchen werde. Wie ihr sehen könnt, es sind nicht viele Zutaten, die wir benötigen. Star des Ganzen ist natürlich hier dieser Bauerngockel. 2,2 Kilo hat der, den habe ich heute Morgen bei Jürgen David in Worms geholt. Das hier sind freilaufende Hühner, die also nie in einem Stall gewesen sind, immer draußen waren, langsam gewachsen sind, wirklich viel Zeit hatten und ja, Hähnchenfleisch oder Hähnchenleben, wie es eigentlich sein sollte. Das werden wir eben zubereiten auf der Rotisserie. Hinten liegt schon der Spieß. Würzen werde ich das Ganze nur mit meiner Bacon Goodness Rub. Und ich beginne jetzt erstmal damit, dass ich das Hähnchen ein bisschen vorbereite. Das heißt also, wir haben hier am Ende ein bisschen Fett, was überschüssig ist. Das muss ja nicht alles jetzt da dran hängen. Das schneide ich eben mal runter. Genauso wie am Ende hier diesen Bürzel, der eigentlich ja auch nur aus Fett besteht. Das kommt alles weg. Aber viel mehr ist es dann auch nicht. Und dann drehe ich mir das Hähnchen so rüber und versuche mit den Fingern zwischen Haut und Fleisch zu kommen, damit ich hier dann gleich den Rub reinfüllen kann. Ich möchte nämlich das Hähnchen auch von innen würzen, damit eben die Gewürze nicht einfach nur außen runterlaufen, wenn dann das Fett eben schmilzt, sondern eben auch das Fleisch von innen gewürzt ist. Da muss man dann mit den Fingern reingehen, gegebenenfalls nimmt man sich auch einen Teelöffel und schafft sich eben den Raum, den es braucht, damit man die Gewürze dann da reinbringen kann. Und ihr könnt sehen, das geht schon ganz gut. Dauert ein bisschen und ist ein bisschen Frickelsarbeit. Wenn ich mir dann eine Tasche geschaffen habe, nehme ich meinen Bacon Goodness Rub, nehme davon etwas auf die Hand, halte das Hähnchen mal jetzt so hoch, dass der Rub quasi hier in die Öffnung reinfallen kann und verreibe den jetzt innen auf dem Fleisch. Außen werde ich auch noch ein bisschen Rub auftragen, aber wie gesagt, wichtig ist halt, dass wir eben hier die Möglichkeit bekommen, ich hoffe, man kann das jetzt schön sehen, dass also der Rub bis hier vorne an die Brüste rangerieben ist und jetzt reibe ich das Ganze eben noch schön mit dem Rub ein von außen. Richtig schön einmassieren. Das Ganze mache ich wie immer auf einem Kunststoffbrett, denn rohes Geflügel oder Fisch hat auf meinen Holzbrettern nichts zu suchen. Deswegen macht das vielleicht zu Hause auch. Legt euch, wenn ihr Geflügel oder Fisch macht, immer ein Kunststoffbrett unter, damit eben keine Keime bzw. auch kein Geruch eben auf eure Holzbretter kommen kann. Und ja, das Hähnchen ist jetzt fertig vorbereitet. Die Kohlen glühen vor. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, den Gockel auf die Rotisserie zu stecken. Wenn das Hähnchen dann soweit vorbereitet ist und auf der Rotisserie drauf ist, müsst ihr nur darauf achten, dass hinten diese Ärmchen, die Flügel vielmehr, so überkreuzt sind. Das heißt also, dass sie nicht so lose am Körper sind, sondern dass sie so ein bisschen eingeschlagen werden, als würde das die verschränken. Dann wackeln die nämlich oder dann bleiben die immer so schön in Form und bleiben so, wie sie sind. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist, wir haben hier also die Beinchen. Die werde ich jetzt noch mit so einem Faden fixieren. Da achtet bitte darauf, dass er da auf jeden Fall einen nehmt, der feuerfest ist. Also nicht aus Kunststoff. So, der Spieß ist fertig vorbereitet, beziehungsweise das Hähnchen. Und jetzt füllen wir die Kohlen ein und dann geht's ab auf den Grill. So, wie ihr sehen könnt, habe ich hier den Muester-Einsatz wieder in meine 67er Kugel reingehangen. Hier an der Seite ist der Rotisserie-Motor. Hier habe ich meine Kohlen, die jetzt links und rechts eingefüllt werden. Ganz wichtig ist, wenn ihr ein Hähnchen macht, da ist viel Fett drin, auch wenn ihr eine Gans macht und so weiter, legt auf jeden Fall immer eine Edelstahlschale unten rein, wo das Fett reintropfen kann. Kohlen sind wie gesagt links und rechts und hier ist der Spieß, den hänge ich jetzt ein. Und dann starten wir den Motor.
Temperatur im Grill sollten so um die 180, 200 Grad sein, dann wird der Gockel eine gute Stunde brauchen. Also jetzt Deckel schließen. Ganz wichtig, Lüftungsschieber gegenüber von den Kohleschalen, die sind ja hier. Lüftung hier, damit die Kohlen gleichmäßig brennen und jetzt einfach den Gockel seine Runden drehen lassen. Das Deckelthermometer von meinem Kugelgrill zeigt 220 Grad an. Das ist aber momentan wenig hilfreich, weil dieses Deckelthermometer befindet sich eigentlich relativ genau über den Kohlekörben. Deswegen ist es ganz cool, dass an dem Pizzaring an der Seite noch so ein Thermometer angebracht ist. Und wie ihr sehen könnt, ist da die Temperatur auf 190 Grad an den 200 Grad dran. Da also perfekte Bedingungen für unseren Bauerngockel. Und der darf jetzt weiter seine Runden drehen. Eine Stunde und 10 Minuten später schaut unser Bauerngockel so aus. Boah, und der Duft, kann ich euch sagen, der hier im Carport ist, ist der absolute Hammer. Da würde ich sagen, nehmen wir jetzt das gute Stück mal von der Rote Serie runter, lass uns noch kurz ruhen und dann wird tranchiert. Da ist das gute Stück. So, da liegt er jetzt also, der Bauerngockel von der Rotisserie. Wie gesagt, der Duft ist der Hammer und ich kann kaum erwarten, das zu probieren. So, dann legen wir mal los, das Ganze jetzt zu tranchieren. Haut ist schön knusprig geworden. Das sind mal anständige Chicken Wings. Dieses Eckchen hier muss ich einfach mal sofort probieren. Mmh. Ja, ich liebe es. Heiß ist das Vögelchen, heiß ist es. Hier kann man jetzt auch schön den Rub eben unter der Haut sehen. Und hier muss ich jetzt erstmal noch das ganze gute Fleisch runterschneiden. So, nachdem jetzt gerade überfallartig die Teile vom Bauerngockel verschwunden sind, konnte ich ein kleines Stück von der Brust retten. Und das werden wir jetzt probieren. Wie gesagt, der Duft ist der Hammer. Die Haut ist richtig schön kross. Und ja, dann... Super saftig, kein Stück trocken, oh, wirklich grandios. War jetzt wie gesagt eine Stunde, 10 Minuten waren diese 2,2 Kilo auf der Rotisserie bei 180 bis 200 Grad. Das Ergebnis ist absolut fantastisch. Auch, dass ihr dann den Rub mal eben unter die Haut eben reibt, damit eben nicht außen, was dann eben dann dunkel wird, beziehungsweise was dadurch, dass das Fett eben auch runtertropft, den Rub dann wiederum mitnimmt. Ihr habt den Geschmack ruhig unter die Haut runter, lohnt sich in jedem Fall. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch kein Abonnenten meines Kanals sein, könnt ihr das jetzt sehr gerne da oben in der Ecke nachholen. Einfach draufklicken, den Kanal abonnieren. Ihr verpasst so keine Folge und wir sehen uns jeden Donnerstag pünktlich um 19 Uhr. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann. Haut unser Bauerngockel so aus. Wow.
Boah, und der Duft, kann ich euch sagen, den ich am Carport ist der absolute Hammer.